Sie hören Lord Gewart, das ungekürzte Originalhörbuch von Peter Karrer, gelesen von Tom Karrer. Teil 54, Kapitel 26, Abschied. Tagelang wird gefeiert. Bereits am zweiten Tag entdecke ich die ersten Umhänge einiger älteren Würdenträger, welche dieselben Schriftzeichen in den seltsamen Neunergruppen tragen, wie auch der Umhang Arietas, wenn ich die Schrift nur lesen könnte. Mehrmals versuche ich, einen Termin bei Arieta zu bekommen. Ich möchte sie unbedingt fragen, ob sie diese Schrift lesen kann oder wenigstens ihre Bedeutung kennt, aber ohne Erfolg. Sie ist für niemanden zu sprechen. Nur ihre Dienerin, ihren Namen habe ich schon wieder vergessen, klagt mir ihr Leid. Täglich muss sie Scharen von Leuten zurückweisen, alle wollen die Priesterin sprechen. Schon von Sonnenaufgang und bis weit nach Mitternacht klopfen die Besucher und bitten um Einlass. Viele sind so traurig und die wenigsten verstehen, warum es der Herrin vom See nicht möglich ist, jeden zu empfangen. Ach, Gewart, ich kann jede Nacht nur 1 oder 2 Stunden schlafen, jammert sie trotz der kalten Luft mit schweißnassem Gesicht. Und da komme ich auch noch, entschuldige bitte, versuche ich sie zu trösten. Nein, Gewart, so ist es nicht. Arieta wird dich bald empfangen, sie wird dich sogar zu ihr bitten, aber im Moment muss sie sich noch um andere Dinge kümmern, macht sie mir Hoffnung. Ich bin mir nicht ganz sicher, will Arieta mich später wirklich sprechen oder wimmelte mich die fleißige, aber hoffnungslos überlastete Dienerin nur ab und hofft darauf, dass ich nicht so bald wiederkomme. Ich verabschiede mich noch mit einigen aufmunternden Worten und drehe eine Runde durch das Dorf. Allmählich beginnt der Schnee zu tauen und ich erkenne die ersten freien Stellen auf dem Dorfplatz. Ich entdecke unter den freien, noch feuchten Stellen nicht, wie ich erwartete, Lehm oder Fels, sondern sorgfältig geschnittene und mit diversen Intarsien verzierte Steinplatten. Ich gehe zu einer der größten freien Flächen und knie mich nieder. Mit der Hand lege ich eine ganze Steinplatte frei. Die nassen Hände schüttle ich aus und bestaune die geschickte Handarbeit. Wie viel Arbeit musste es gewesen sein, den kompletten Platz mit diesen Platten aus dunklem, schieferartigem, aber wesentlich härterem Stein zu belegen. Pilas umarmt mich von hinten, offensichtlich neugierig, mein Interesse zu teilen, und ich frage, das kann doch nicht in wenigen Monaten entstanden sein. Pilas kann ihr Lachen nicht unterdrücken. Gewart, Gewart, natürlich ist der Platz nicht wie ein Wunder aus dem Nichts entstanden. Hier lebten schon immer Menschen, die den Landlosen gute Freunde sind. Ich spüre, wie mein Gesicht sich magentarot verfärbt. Aus lauter Scham über meine dumme Frage möchte ich mich am liebsten in Luft auflösen. Pilas lächelt tröstend. Mach dir nichts daraus. Besser du traust den Landlosen zu viel als zu wenig zu. Naja, ich weiß nicht, wiegle ich bedrückt ab. Keine Woche später ist auch der letzte Schnee auf den Dächern verschwunden und ich unterhalte mich mit Pilas, Amedos und einem jungen Bergführer, der seit seiner Geburt in diesen Bergen lebt. Der junge Mann ist sicher noch keine 20 Jahre alt, doch wirkt er mindestens doppelt so alt. Sein Gesicht ist bereits deutlich mit tiefen Falten gezeichnet und mehrere Fingerkuppen fehlen ihm. Er bemerkt meine neugierigen Blicke und erklärt mir offensichtlich stolz auf seine Verletzungen. Vor ein paar Jahren habe ich mir 3 Finger und 2 Zehen erfroren, aber ich habe keine Probleme damit. Es waren ja nur die Fingerkuppen. Als Beweis bewegt er die Stummel wie eine Spinne. Pilas fragt ihn nach den Schneeverhältnissen und wie lange wir vor den Soldaten noch sicher sind. Keine Sorge, meint er. Es dauert noch mindestens 1 Monat, bis wir aufbrechen können oder Gefahr von Alderaan droht. Werden uns die Truppen nicht auf der gegenüberliegenden Seite im Tal erwarten, gebe ich zu bedenken. Sicher nicht, lacht er. Sidus, der sich zwischenzeitlich zu uns gesellt hat, ergänzt. Einer kleineren Gruppe Soldaten werden wir gewachsen und eine größere wird uns nicht erwarten. Warum bist du dir da so sicher? Frage ich verwundert. Ganz einfach. Alderaan hätte unmöglich genug Proviant herbeischaffen können, um eine größere Anzahl Soldaten hier in den Wintermonaten zu versorgen. Sei unbesorgt, die Soldaten haben den Winter genau wie wir auch an einer armen Ofenbank verbracht.
Wie ein Blitz durchzuckt mich die Erinnerung an die einsamen Landlosen, die überall im Land auf der anderen Bergseite auf Wacht stehen. Besonders denke ich an die beiden, die Jalas gefunden, aber nicht reiten konnten. So wunderlich sie auch waren, denke ich doch angenehm an die beiden zurück. Wie konnte ich diese Männer, die uns so ausgezeichnet bewirteten und über deren Geschichten wir so herzhaft lachten, in den langen kalten Wintermonaten vergessen? Pilas, was ist mit den Posten, die verstreut im Land auf die Truppen Alderas warten? Wie haben die den strengen Winter überstanden, frage ich. Keine Sorge. Alle Wachleute sind erfahrene Krieger, die wissen, wie sie sich verhalten müssen. Ich bin sicher, alle haben sich rechtzeitig, nachdem genug Schnee lag, zu den Bauern in der Umgebung gesellt, um dort den Winter zu verbringen. Den einfachen und armen Bauern in den einsamen Bergen war ein Winterbesuch der Landlosen schon immer sehr willkommen. Die Landlosen arbeiten hart und sind gute Jäger. Im wildarmen, kargen Winter ist der Nutzen für die Bauern deshalb größer als der Aufwand, wenn die Landlosen wild gegen einen warmen Winterplatz und eine warme Mahlzeit eintauschen können, erklärt mir Pilas. Und jetzt sind unsere Leute längst wieder in ihren Verstecken und werden uns über jede Bewegung von Alderas Kriegern informieren, ergänzt Sidos. Inwieweit mich das alles beruhigt, kann ich nicht sagen. Die Gedanken und die Sorgen um die Albträume, wenn es überhaupt Träume sind, verdrängen mehr und mehr alle anderen Überlegungen aus meinem Kopf. Wenn die Visionen mich anfangs alle paar Wochen, später jede Nacht heimsuchten, so quälen sie mich jetzt sogar immer häufiger auch am Tage. Die Angst, überhaupt an irgendetwas denken zu müssen, beherrscht mich mehr und mehr. Ich versuche nicht mehr zu denken, da ich langsam den Eindruck gewinne, jeder Gedanke führt mich zwangsweise wieder in die beängstigende Welt der weißen Hexen und Teufel zurück. Vor einiger Zeit war es mir noch möglich, durch intensive Beschäftigung mit alltäglichen Dingen den Visionen zu entkommen. Aber jetzt vergeht keine Stunde, in der ich nicht irgendwelche Stimmen höre, die auf mich einreden, mich fragen oder mich einfach nur quälen. Ich sitze in unserer Hütte, sehe Pilas, sehe den Teller Gemüse vor mir und doch blitzen Bilder der weißen Hexen mit ihren glühenden Nadeln vor meinen Augen auf. Immer öfter glaube ich, verrückt zu werden. Alles, jedes Bild, jeder Gedanke scheint mich zu zerreißen. Sind es wirklich die Visionen eines Mannes, der langsam den Verstand verliert? Oder will eine unbekannte, unendlich starke Kraft mich in eine andere, eine böse Welt ziehen? Wenn es so ist, wächst die Stärke dieser unbekannten Kraft beinahe täglich. Aber das absolut Erschreckendste an den Fantasien der letzten Tage ist, sie sind nicht mehr nur schrecklich und abstoßend, beinahe glaube ich, eine Zärtlichkeit in den Visionen zu spüren, eine unheimliche Art der Geborgenheit, die mir noch mehr Angst macht. Die Stimmen sind hart und abweisend und doch fürsorglich und mütterlich, beinahe wie die von Pilas. Suche ich nur das Gute in den Stimmen, um mit ihnen leben zu können, oder ist die andere Welt doch nicht nur böse? Ich erinnere mich an Stimmen, die mich bedauerten, die mich liebevoll umsorgten und doch so schrecklich peinigten. Ich spüre zwei Welten, die untrennbar miteinander verbunden sind und sich trotzdem abstoßen und einen unerbitterlichen Kampf in meinem Kopf kämpfen und sich buchstäblich zerstören wollen. Wie hat der weise alte Abraham gesagt? Wir stoßen uns ab, wie gegenpolige Magnete. Leben zwei Welten in mir? Oder bin ich ein schizophrener Geistesgestörter, der besser in einer geschlossenen Anstalt aufgehoben wäre? Schizophren? Gespaltenes Bewusstsein? Zwei Welten? Zwei Welten. Zwei Welten, ja, zwei Welten. So muss es sein. Aber in welcher der Welten gehöre ich? In die eine, die mich immer mehr mit einer unbekannten Geborgenheit lockt? Oder die Welt Pilas, die Welt meiner Freunde, die Welt der Erben König Artus? Pilas, meine geliebte Pilas, Jalas, mein stolzer Hengst und treuer Begleiter, Amedus, mein edler Sohn, Sidos, der wie ein Vater zu mir ist, und Arieta, die meine tiefsten Ängste versteht. Ja, sie alle sind meine Welt. In dieser und in keiner anderen Welt will ich leben, ganz gleich wie heftig und verführerisch die andere Welt an mir zehrt. Alleine der Gedanke daran verursacht mir unsägliche Schmerzen. Deutlich spüre ich die Stücke,
die mir in jeder Sekunde entrissen werden. Muss ich gehen? Muss ich die größte Liebe meines Lebens, muss ich Pilas verlassen? Werde ich sie verlieren? Nein, ich werde kämpfen, werde die andere Welt, die mich zu verschlingen versucht, bekämpfen. Werde sie, wenn es notwendig ist und wenn sie mich nicht in Ruhe lässt, vernichten. Ich liebe Pilas und ihre Welt, die mich so dringend braucht, und ich werde bei ihr, in ihr bleiben. Dieser, mein Entschluss, ist richtig und unumkehrbar. Ich spüre es in jeder Zelle meines Körpers. Ich will hier bleiben und ich werde hier bleiben. Was ist los mit dir? Hast du Schmerzen? Schüttelt mich Pilas. Du hast deine Fingernägel mit derartiger Kraft in deine Oberarme gekrallt. Schau doch, du blutest ja. Ist wirklich alles in Ordnung? Ich glaube, ganz ruhig. Atme langsamer und dann erzähle mir alles. Streichelt sie meine glühenden Wangen. Es dauert einige Zeit, bis ich sprechen kann. Ich glaube, irgendetwas oder irgendjemand, eine ungeheuerliche Kraft, will mich hier wegzehren. Ich kann keine Nacht mehr schlafen, immer diese Träume, und jetzt verfolgen sie mich auch noch am Tag, stottere ich mit Tränen in den Augen, wie ein zutiefst verängstigtes Kind. Ich habe schon bemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Jede Nacht schreist du ohne Grund auf oder schlägst wild um dich. Entschuldige, es tut mir leid, Es muss dir nicht leid tun. Ich bin sicher, du machst es nicht mit Absicht, aber ich glaube, du solltest etwas dagegen unternehmen. Natürlich, aber was soll ich denn machen? Jammere ich verzweifelt. Geh zu Arieta. Sie wird wissen, was zu tun ist. Sie wird dir raten. Das geht nicht. Ich habe es schon mehrmals versucht, aber sie empfängt niemanden. Auch dich nicht? Das glaube ich nicht. Ich werde mit Maike sprechen. Sie ist zu mir wie eine Schwester. Und ich bin sicher, Arieta wird dich empfangen. Ja, bitte versuch es. Arieta vertraue ich, schöpfe ich eine Spur Hoffnung. Givard, du wirst sehen, alles wird gut. Ende Teil 54. Sie hörten Lord Givard von Peter Karrer. Alle Rechte beim Autor Peter Karrer.